Also mit diesem Video möchte ich einfach nochmal meine Ereignisse und die Empfindungen, die es dazu kam, zu diesem Rehunfall, einfach nochmal für mich zu reflektieren und einfach darüber zu reden und um einfach Abschied zu nehmen. Und deshalb heißt ja auch diese Serie Abschied nehmen vom Motorradfahren. Bin also vormittags gefahren, so 2-3 Stunden in den Taunus. Hab auch noch ein Selfie gemacht, so um 11 Uhr. Und dann bin ich dann schön wieder nach Hause gefahren. Und wie der Zufall will, ist es so gewesen, dass ich irgendwo durch eine Ortschaft gefahren bin. Und da war plötzlich eine Baustelle und eine Umleitung, sodass ich eigentlich den gewohnten Weg nicht nach Hause fahren konnte. Na gut, ich bin aus der Ortschaft rausgefahren. Bin dann langsam auf einer geraden Fläche, habe ich dann beschleunigt und plötzlich kam von der linken Seite, also linke Seite war Wald und rechts eigentlich Wiese, kam plötzlich ein Rehbock rausgeschossen. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. In dem Moment sehe ich schon, wie der neben mir herläuft und quasi direkt in die Seite einschlägt. In dem Moment habe ich wahrscheinlich sehr gut reagiert, weil ich habe das Gas, ich habe eigentlich nur den Lenker festgehalten und überhaupt kein Gas oder gebremst, gar nichts. Ich habe den Lenker festgehalten und es gab einen Schlag und ich bin also wirklich so durchgerüttelt worden. Und habe eigentlich im Moment gedacht, ich würde mich um die eigene Achse drehen. Also das war so mein Gefühl. Also rechts kamen mir große Bäume entgegen und das war mein erster Moment, wo ich gedacht habe, bloß nicht gegen den Baum knallen oder in die Wiese fallen. Ich habe also in dem Moment nur gedacht, oh Gott, wie hast du das eigentlich überlebt? Und weil es sich so schlimm angefühlt hat und ich bin zum Stillstand gekommen, drehte mich nur um und sah dann plötzlich das Reh oder den Rehbock auf der Straße. Hab gar nicht nach dem Motorrad geguckt und auch gar nicht an meine Person, also dass ich geguckt habe, hast du dich irgendwo verletzt an dem Bein oder sonst was. Das war alles so, ich stand unter Schock. Und der erste Moment war einfach nur, okay, Polizei rufen, Förster rufen. Dieser ganze Ablauf war plötzlich bei mir im Kopf und lief eigentlich Schritt für Schritt ab, also ohne darüber nachzudenken. Hab dann viel später erst gemerkt, dass also der Rehbock quasi hinter mein Vorderrad eingeschlagen ist in Richtung Motorblock und Kühler. Hat dann quasi einen Schlenker gemacht mit seinem ganzen Körper über den Motorblock. Also ich habe eine BMW, dass der Motorblock ist also ziemlich weit draußen. Hat also quasi, der Motorblock hat also mein Bein geschützt, ja, und der Rehbock ist dann um mein Bein herum geschlenzelt worden und hat den Koffer hinten total abgerissen, der dann auf die andere Seite fast 20 Meter in der Wiese gelandet ist. Hätte ich jetzt keinen Koffer drauf gehabt, hätte sich der ganze Körper von dem Rehbock sich hinten in das Rad reingehängt und ich wäre wirklich dann auch gestürzt. Ja, also das war mein Glück, dass ich mit Koffer gefahren bin und dass also quasi nur der Koffer abgerissen worden ist. Verkehrsteilnehmer anhielten, sehr freundlich und haben zugesprochen und ob sie helfen können. Und auch, da war eine ältere Dame, die hat sofort gehalten, andere sind weitergefahren und nur doof geguckt. Das gibt es natürlich auch. Die dann gesagt hat, die ältere Dame, rufen Sie an, ich weiß nicht, ob Sie Empfang haben, ich bleibe so lange hier. Also ganz, ganz lieb war das. Und zum späteren Zeitpunkt kam auch ein Motorradfahrer vorbei, der sich wirklich die ganze Zeit bis zum Abschleppen bei mir war. Und hat dann quasi mein Gequatsche angehört, weil ich eigentlich das alles nicht fassen konnte, dass ich das Ganze ohne Sturz überlebt habe. Auch nochmal hier vielen Dank an den Motorradfahrer, der mich in der Zeit wirklich da, ja, man kann eigentlich sagen, betreut hat. Das war eigentlich für mich sehr hilfreich, alles von meiner Seele zu quatschen, aber der dann aber an meiner Seite war und hat dann mich wahrscheinlich auch ein bisschen mit seiner Anwesenheit und gutem Zuspruch, also hier wirklich
runtergebracht und ich konnte dann quasi mit dem Abschleppdienst hier wieder zu meiner Werkstatt fahren. Aber ich bin heilfroh, wie gesagt, dass ich hier bei dieser Aktion heil rausgekommen bin. Das sind Momente, wo ich dann das Ganze nachher nochmal reflektiert hatte, nach einer Woche, zwei Wochen, aber immer wieder der Gedanke, auch, auch bei YouTube verschiedene Filme angeguckt habe, was kannst du machen. Aber die beste Möglichkeit ist immer noch bei so einem Unfall nicht versuchen auszuweichen, wahrscheinlich mit dem Auto genauso, einfach gerade drauf halten und versuchen irgendwie das Fahrzeug zum Stillstand bringen. Und dann, dass man eigentlich noch so heil aus dieser Nummer rauskommt. Also, aber für mich nochmal persönlich war das eigentlich ein Anlass, darüber nochmal mein Leben zu reflektieren. Also wie gesagt, ich bin lange, lange Motorrad gefahren und ich wollte, ja, das ist ein tolles Gefühl, das Motorradfahren. Aber mit dieser Aktion habe ich gemerkt, Mensch, Junge, das ist Schicksal. Wenn das so aus dieser Nummer rauskommt, dann ist es für mich wirklich dieser Moment zu sagen, hör auf und hör auf dein Bauchgefühl und lass das Motorradfahren sein. Und jedes Mal, wenn ich morgens aufgestanden habe, war das im Kopf, wie hast du das überlebt oder ohne zu stürzen. Und du guckst eigentlich in dem Moment auf deinen ganzen Körper und auf deine Körperteile hinunter und dann sagst du, Mann, ich habe ja noch einen Fuß, ich habe ja noch ein Bein. Und ich kann laufen, ja, und ich habe bei meiner, bei anderen Aktivitäten mehr Schramm abbekommen, ja, bei der Haussanierung oder beim Sport oder was weiß ich, ja, als hier bei dieser Aktion. Und da nimmt man das Gefühl an und sagt, Mann, das war Schicksal, das sollte so sein, dass du hier heil aus der Nummer rauskommst und mach oder geh einen anderen Weg in deinem Leben. Und Motorradfahren ist schön, aber es gibt auch andere schöne Dinge, wo man sich erfreuen kann im Leben. Und ja, das war dann der Moment, wo ich sage, nee, hör auf. Und aus dem Grund habe ich dann auch für mich nochmal persönlich so eine Szene oder so verschiedene kleine Videos gemacht, wo ich gesagt, Abschied nehmen vom Motorradfahren als Erinnerung für mich oder auch für euch mitzunehmen. Wie gesagt, es sind einmal Erinnerungen, wie ich mit dem Motorrad fahre oder wie der so ein Film entstanden ist. War eine schöne Zeit, aber man muss dankbar sein, und das bin ich auch sehr, dass ich heil aus dieser Nummer rausgekommen bin. Und aus diesem Grund habe ich diese Videoserie gemacht und würde mich natürlich freuen, wenn ich euch oder den anderen da vielleicht ein paar Gedanken mitgebe. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Ich wünsche euch weiterhin trotzdem viel Spaß, aber aus meiner Sicht war das eigentlich auch ein Moment der Besinnung. Und aus diesem Grund war das auch, glaube ich, meine beste Entscheidung. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dass ihr das mich in diesem Moment auch mit begleitet habt. Und wie gesagt, es gibt andere Dinge, die ich lieber mache, und ihr seht das an den Videos, die ich manchmal hier einstelle. Vielleicht ist das ein Zeichen, ein neuer Werdegang in meinem Leben, dass ich in diese Richtung weitermachen sollte. Alles klar. Lieben Dank, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Winnie.